wunderschönen guten Tag hier aus Nürnberg. Die grundlegenden Probleme unserer Zeit sind gar nicht die Bildung, die Energiewende, der Klimawandel, sondern, das wird er mir jetzt sagen, in Nürnberg, Christian Nürnberger, ich grüße Sie. Grüß Gott. Was sind die grundlegenden Probleme? Die Demokratie, das Ganze, um das Ganze geht es. Ich erlebe seit mehr als 20 Jahren, wie die Welt entdemokratisiert wird und wie demokratisch legitimierte Macht von den Politikern auf die sogenannten Märkte übergeht. Und ich denke, wenn wir dieses Problem nicht in den Griff kriegen, dann brauchen wir uns um die anderen Probleme gar nicht erst zu kümmern. Dann lösen wir keines der anderen Probleme. Sind zwar alle wichtig, Mindestlohn ist ganz wichtig, die Bildung ist wichtig, viele andere Dinge sind wichtig, aber das Wichtigste ist die Demokratie. Und die geht gerade vor die Hunde. Wo stellen Sie es am meisten fest? Am meisten, ich fange mal von vorne an. Ich war Mitte der 80er Jahre, war ich Redakteur bei Kapital, ein Wirtschaftsmagazin. Da haben wir einmal im Jahr eine Tabelle veröffentlicht, die Liste der größten Steuerzahler der Nation. Die ist immer regelmäßig angeführt worden von den üblichen Verdächtigen, von Siemens, Daimler, Deutsche Bank, BASF und so weiter. Und das Interessante war, die Manager dieser Unternehmen waren stolz darauf, dass sie diese Liste anführen. Das war ungefähr Mitte der 80er Jahre. 10 Jahre später, Mitte der 90er Jahre, ist bei Daimler ein Mensch an die Macht gekommen namens Schrempf. Und der war plötzlich stolz darauf, dass er bis zur Jahrtausendwende keine Steuern mehr zahlt. Das heißt, da hat innerhalb dieser 10 Jahre ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Und dieser Schrempf hat auch ein neues Denken in der Wirtschaft eingeführt, nämlich diesen Shareholder-Value-Gedanken. Und da ist mir aufgegangen, dass sich etwas Grundlegendes geändert hat. In diesen 80er Jahren, als ich noch bei Kapital war, hat es einen Konsens gegeben, über alle Schichten hinweg, der darin bestanden hat, dass man gesagt hat, von dem, was gemeinsam erwirtschaftet wird, müssen alle profitieren. Die Unternehmer durch Gewinne, ganz klar, aber auch die Arbeitnehmer durch steigende Löhne und durch soziale Sicherheit und durch mehr Freizeit. Und diejenigen, die nichts mehr zum Wachstum beitragen können, müssen auch irgendwie durchgefüttert werden und müssen menschenwürdig leben können. Das war Konsens. Und das ist dann in den 90er Jahren von so Leuten wie dem Hans-Olaf Henkel als Konsens so abgetan worden und auch von Schrempf. Und die haben gesagt, ab jetzt pfeift ein anderer Wind, ab jetzt soll der Aktionär, der Investor, den Löwenanteil dessen einstreichen, was erwirtschaftet wird. Und das ist dann auch so gekommen. Und dadurch, dass das so kam, ist die Politik peu à peu entmachtet worden. Denn was war in diesem 10-Jahres-Zeitraum, was war das entscheidende Ereignis, was das möglich gemacht hat? Das war der Fall der Mauer. Es war einerseits die glücklichste Stunde in der Geschichte unseres Landes. Zugleich war es eben eine Zeitenwende. Dieser Fall der Mauer hat der Kapitalseite plötzlich völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Die Arbeitgeber haben gesehen, holla, da drüben in Polen, da gibt es ja auch Arbeitnehmer, in Tschechien gibt es Arbeitnehmer, in Ungarn, ganz Osteuropa und noch weiter da hinten in Indien und in China. Die sind alle viel billiger als unsere. Und dann sind die Arbeitgeber mit der Pistole in der Hand herumgegangen, haben dem Arbeitnehmer die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, du wahre Arbeitskraft, du bist uns zu teuer. Mach dich also billiger, wenn ich dich weiterhin beschäftigen soll. Und wenn nicht, dann habe ich andere Möglichkeiten. Und dann sind sie zum Staat gegangen, haben dem die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, du Staat, du erhebst zu hohe Steuern. Mach dich also billiger, wenn du weiterhin Steuern einnehmen willst. Und deine Umweltschutzgesetze, die sind mir zu rigide. In anderen Ländern sind sie wesentlich lascher. Und dieser ganze Sozialluxus, den wir hier haben, den gibt es in anderen Ländern auch nicht. Also sieh dich vor, Staat, wir können auch anders. Und genau das haben sie auch gemacht. Sie sind dann haben massenhaft Arbeitsplätze exportiert. Und wir hatten hier die Massenarbeitslosigkeit. Und dann kam Schröder an die Macht und der konnte vor diesem geballten erpresserischen Druck eigentlich nur noch kapitulieren. Das hat er dann auch gemacht mit der Agenda 2010. Wird ihm von Linken heute wahnsinnig übel genommen. Zu Recht?
halb zurecht. Also er musste kapitulieren. Er hatte keine andere Wahl. Aber dass er die Kapitulation nicht als solche verkaufte, sondern als Reform, das war der große Fehler. Er hätte sagen müssen, Leute, ich kann nicht mehr anders. Ich werde erpresst. Und dann wäre entsprechend, hätte sich die angestaute Wut von ihm wäre abgezogen worden und hätte sich auf die Waren, auf die Erpresser gerichtet. Dann hätte man etwas bewegen können. Aber so war plötzlich der Schröder schuld an diesem ganzen Schlamassel. Und das tut mir heute noch leid. Und es war für Sozialdemokraten damals war das eine Katastrophe. Also auch mir zerreißt es heute noch das Herz, wenn ich daran denke, dass ausgerechnet die Generation, die in den 70er Jahren auf die Straße gegangen ist, hat gegen die Ausbeutung der Arbeiter demonstriert, dass die dann den Arbeitern den Gürtel enger schnallen musste. Das ist ein wahnsinniger Widerspruch. Sie sind ja Sozialdemokrat, Sie sind ein optimistischer Mensch, Sie ein mutiger, Sie haben in Bayern für die SPD für den Bundestag kandidiert. Es gibt einen Grund, wieso ich mich mit Ihnen treffen wollte. Also ich könnte mich ja mit vielen Sozis treffen. Habe mich auch gewundert, ja. Sie sagen manchmal andere Dinge als die Parteigenossen. Wenn ich mal Fernseher anschalte, dann ist es nicht nur der altbekannte Klassenkampf, der da angeführt wird, sondern Sie gehen tatsächlich einen Schritt weiter und versuchen zu verstehen, wie das so mit der Finanzkrise läuft, was die Märkte sind, was mit unserer Demokratie los ist. Das ist das Erste. Außerdem schreiben Sie eine Menge kluger Bücher und sind in meiner Heimat. Deswegen dachte ich, heute können wir ein bisschen mehr so in der Heimat tiefer drüber reden. Woher kommen denn diese Probleme? Also es ist diese Finanzprobleme, die wir haben. Die hängen mit dieser Geschichte zusammen, die ich gerade eben erzählt habe. Aber woher kommen Sie jetzt geballt? Es kommt ja Schritt für Schritt, jedes Jahr. Weil das lange nicht erkannt worden ist. Also ich habe schon 1999 das aufgeschrieben, was ich jetzt gerade eben erzählt habe, im Buch Die Machtwirtschaft. Das hat damals keine Sau interessiert. Und leuchtet mir auch ein, denn das Buch kam zum völlig falschen Zeitpunkt. Damals war der Höhepunkt der Aktien-Euphorie auf dem neuen Markt. Alle haben davon geträumt, über Nacht an der Börse reich zu werden. Da wollte niemand etwas hören von Kapitalismuskritik, die ich damals geschrieben habe. Aber alles das, was ich damals in dem Buch geschrieben habe, das ist jetzt seit 5 Jahren, ist das jetzt Konsens. Damals bin ich von vielen für verrückt erklärt worden. Zum Teil aus der eigenen Partei. Plötzlich war ich in der SPD ein stehengebliebener Alt-68er und Alt-linker Betonkopf, wurde mir vor den Latz geknallt, was ich nie war. Ich war nie Seeheimer Kreis. Ja, dabei war ich nie ein Linksrevolutionär. Ich war im Gegenteil, in den 70er Jahren war ich bei der Bundeswehr, war Offizier und bin dann von so Leuten wie Fischer und Schröder als reaktionäres Arschloch bezeichnet worden. Also jedenfalls war damals, als ich dieses Buch dann schrieb, 99, war der Zeitgeist völlig woanders. Und deshalb haben die Menschen nicht wahrgenommen, was um sie herum, was ihnen widerfährt. Sondern sie haben das erlitten und haben erst spät angefangen, darüber nachzudenken. Und so richtig hat das Nachdenken erst eingesetzt, seitdem wir diese Finanzkrise haben. Also seit 5 Jahren ungefähr. Seitdem hagelt es kapitalismuskritische Literatur, in denen alles das steht, was ich 99 schon geschrieben habe. Und das ist jetzt ein bisschen spät jetzt. Was ist denn die Antwort der Parteien? Also man merkt ja jetzt, dass die Parteien oder neue Parteien, die die Währungsfrage stellen, die Euro-Frage stellen, Zulauf bekommen. Auf die will ich gar nicht eingehen. Fehlen Antworten der etablierten Parteien? Ja, alle. Und warum fehlen sie? Und wo war das im Wahlkampf? Also ich kann mich nicht erinnern, dass das im Wahlkampf irgendein großes Thema war. Nee, in meinen Wahlveranstaltungen schon, aber nur da. Es war nicht, es hat sich nicht in den Medien wiedergespiegelt. Die Medien haben Steinbrückanier, haben die erzählt. Da ein Fettnäpfchen, dort ein Fettnäpfchen, die Honorarfragen. Also völlige Nebensächlichkeiten und Kinkerlitzchen wurden aufgeblasen als das große Wahlkampfthema. Hatte denn Steinbrück Antworten? Er hatte zumindest die Antwort, dass man die Finanzmärkte bändigen muss. Er hat zumindest die Antwort, dass man eine Transaktionssteuer braucht. Aber das hat keine Sau interessiert bei den Medien.
Transaktion, ist das auch Ihre Antwort? Also reicht die Transaktionssteuer? Die reicht nicht, aber es ist eine unabdingbare Notwendigkeit, um allein schon mal diesen Frequenzhandel zu unterbinden. Wir erleben ja, dass überall dort, wo Geld nötig wäre, wo Personal nötig wäre, also im Gesundheitswesen, in den Krankenhäusern, bei den Ärzten, in den Pflegeheimen, in den Schulen, bei der Bildung, überall fehlt es an Geld und an Personal. Und es fehlt deshalb an Geld und Personal, weil dieses Geld diesen öffentlichen Aufgaben entzogen wird von den Vermögenden. Und es wird dann pro Tag 10.000 Mal um den Erdball geschickt, damit sich die Milliarden noch weiter vermehren. Es ist ein völlig sinnloses Kreisen von Geld, nur zum Zweck der Geldvermehrung, das der realen Wirtschaft entzogen ist. Und dieses Geld muss zurückgeholt werden. Und ein Mittel dazu kann die Finanztransaktionssteuer sein. Es ist kein Wundermittel. Es ist nur eines und es wird schwer sein, es durchzusetzen. Und wenn wir jetzt eine schwarz-rote Koalition kriegen, weiß ich nicht, ob die das durchbringen, ob die nicht unter dem Druck der Lobbyisten sich dieses Gesetz wieder zerlöchern lassen. Sie sagen, Finanztransaktionssteuer ist jetzt nicht alles. Was wären denn so Lösungsschritte, wo Sie sagen, ich sehe zwar keine Mehrheiten, aber das sollte man mal ansprechen? Also die Parteien müssen sich von der Vorstellung verabschieden. Also jetzt, ich denke jetzt mal an meine bayerische SPD, da hat der Florian Brunner, der Landesvorsitzende, gesagt, der wird jetzt eine heftige Opposition machen in Bayern. Und da kann ich nur sagen, das reicht nicht. Also regieren geht nicht mehr und opponieren geht schon gar nicht mehr. Damit schreiben wir nur den bestehenden Zustand fort. Was jetzt kommen muss, ist eine Einbindung der Bürger. Und die Bürger müssen jetzt selbst aktiv werden und müssen versuchen, von unten jetzt eine Gegenmacht aufzubauen. Ich denke an eine regionale Wirtschaft von unten, an regionale Wirtschaftskreisläufe. Ich denke an Bürgerenergiegenossenschaften. Wirtschaftskreisläufe? Also jetzt in meinem Wahlkreis zum Beispiel, da gibt es dieses Konzept Heimat auf dem Teller. Das heißt, da sind ein paar Gastwirte, die kaufen jetzt gezielt bei bestimmten Bauern ihre Sachen ein, bringen sie frisch auf den Teller und verkaufen sie eben in ihren Restaurants. Es gibt einen Möbelfabrikanten, der fällt Bäume in der Region, in seiner Heimat, macht aus diesem Holz wertvolle Küchen, die in der Region vermarktet werden. Es gibt jetzt neuerdings Weiderinder, die auf den Anger geführt werden, wo sie dann den ganzen Sommer grasen, auf einem Boden, der noch nie Kunstdünger gesehen hat und noch nie Pestizide. Und die werden dann nach 3-4 Jahren geschlachtet und als Weiderind vermarktet in der Region. Das ist ein Zukunftskonzept, erstens, weil es ökologisch ist. Es werden Verkehrswege werden kürzer, das heißt, der Verkehr nimmt ab. Es werden Ökoprodukte vermarktet und ich kann zum Beispiel einen Dorfladen geben. Das ist auch so ein Konzept, das dazugehört. In meiner Heimat in Schönberg gibt es einen. Da kann ich an die Wursttheke gehen und kann sagen, woher kommt die Wurst. Und dann geben die mir die auf dem Zettel, da steht die Adresse des Bauern drauf, der maximal im Umkreis von 50 Kilometer wohnt. Ich kann zu den Bauern hinfahren und kann mir angucken, wie die Wurst, die ich in 4 Wochen essen werde, da lebt und womit sie gefüttert worden ist. Und diesen Gedanken muss man europaweit verbreiten. Transaktionssteuer, regionales Wirtschaften. Regionales Wirtschaften, ja. Was ändert das an den Finanzströmen weltweit, also Geldvermögen, die oben ganz groß anwachsen? Ja, also um das mal an meinem eigenen Beispiel zu erläutern, ich habe mich wahnsinnig darüber geärgert, dass wir Banken retten müssen. Ich habe mich gewundert, dass wir, seitdem wir Griechenland retten, es den Griechen immer schlechter geht. Und ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Wir retten Griechenland und denen geht es immer schlechter. Und ich kam dann dahinter, dass wir ja nicht die Griechen retten, sondern dass wir in Griechenland Banken retten. Unter anderem auch die Allianz, die sich mit griechischen Staatsanleihen verspekuliert hat. Und als ich las, dass die Allianz da auch mit drin hängt, wollte ich plötzlich, dass die Allianz gerettet wird. Warum? Weil ich seit 30 Jahren eine Lebensversicherung bei der Allianz habe und da einzahle. Die soll in 3 Jahren ausbezahlt werden, dann möchte ich mein Häuschen in Mainz damit die Schulden tilgen. Also will ich, dass die Allianz gerettet wird, damit mein Haus in Mainz gerettet wird. Ich hänge also mit drin in dem System. Und viele, also jeder, der spart, jeder Kleinanleger, jeder, der für seine Kinder was zurücklegt oder der sich selbstständig machen will und dafür spart, hängt in diesem System mit drin und muss wollen, dass diese Scheißbanken gerettet werden.
wie hätte man dem entgehen können, wenn es vor 30 Jahren genügend Genossenschaftsbanken und Genossenschaftsversicherungen gegeben hätte, stabile, hätte ich meine Lebensversicherung bei so einer Genossenschaftsversicherung abgeschlossen. Und diese Genossenschaftsversicherung hätte dann das Geld hier in Wind und alle alternative Energien investiert. Und dann könnte ich jetzt seelenruhig zusehen, wie die Allianz pleite geht. Und um das für die Zukunft auszuschließen, müssen wir jetzt wieder großflächig Genossenschaften gründen. Auch Genossenschaftsbanken, genossenschaftliche Versicherungen, wo der kleine Mann sein Geld reinzahlt. Und diese Genossenschaftsbanken und Versicherungen müssen in sinnvolle Projekte investieren. In die Realwirtschaft, in regionale Wirtschaftskreisläufe und Vermarktungsstrategien. Und dann sind wir aus diesem System draußen. Und dann können wir seelenruhig zugucken, wie die untergehen. Und, wer sind denn die? Ja, das sind diese sogenannten Heuschrecken, diese Hedgefonds und internationale Investorengruppen sind ja anonym. Das ist das Schlimme, dass man, ich habe auch schon über Revolution nachgedacht, aber ich wüsste gar nicht, wo ich hingehen soll, wen ich köpfen sollte. Ich habe es mit anonymen Mächten zu tun. Die residieren mal da, die haben ihre Steueroasen, die haben ihre Scheinfirmen in irgendwelchen fernen Ländern. Aber die sind das. Und denen muss das Geld entzogen werden und denen wird das Geld stark entzogen, wenn der kleine Mann sein Geld eben woanders anlegt. Also ich höre ja Zorn raus, wenn Sie sagen, Sie denken an Revolution. Ist schon vorbei wieder, die Phase ist vorbei. Ja. Wenn ich mich an den Wahlkampf erinnere, ja. Da gab es nichts Anonymes, sondern einen ganz klaren Faktor, da hat jemand millionenfach Daten ausgespäht, die NSA-Affäre. Das ist auch so ein Punkt. Also ich habe keine tausenden Genossen auf die Straße gehen sehen. Ja, natürlich. Also ich will Sie jetzt nicht nur für die SPD verantwortlich machen, aber warum geht denn hier überhaupt keiner auf die Straße deswegen? Also es geht, stimmt nicht, es gehen natürlich engagierte Leute auf die Straße, aber das wo sind die Parteien? Wenige, sind viel zu wenige, nicht die Parteien, also die SPD nicht. Also ich stelle fest, kurz, ich will Sie gar nicht unterbrechen, Thema NSA, also wir haben Merkel-Kette gehabt, wir haben Stinkefinger gehabt, Merkel-Raute gehabt, Thema NSA, Thema Europa, die ganzen Länder explodieren im Moment und es gibt keinerlei Antworten von keiner der Parteien. Ja. Wo sehen Sie da überhaupt noch Hoffnung, wenigstens in Ihrer Partei? Wenn sie in die Große Koalition geht, nicht in den nächsten Jahren. Wenn sie in die Opposition geht, sehe ich eine Hoffnung. Ja. Das wäre die große Chance, jetzt über diese Fragen nachzudenken in den nächsten 4 Jahren. Das muss jetzt unbedingt in Angriff genommen werden. Also auch so Geschichten wie Amazon, Google, Facebook, Apple, diese Viererbande, die gegenwärtig so eine Art Weltherrschaft anstreben. Darüber müsste jetzt diskutiert werden und da müssen Gegenmodelle und Gegenstrategien erfunden werden. Ich selbst habe daraus schon die Konsequenz gezogen, dass ich vor einem halben Jahr meinen Amazon-Account gekündigt habe. Das müsste großflächig auch wieder verbreitet werden, dieser Gedanke, ich mache aus meiner Wohnung eine Amazon-freie Zone. Das sagen Sie als Einzelbürger, aber als Politiker müssten Sie doch ein Konzept haben, um alle gemeinsam vor Amazon zu schützen. Ja, das war auch meine Hoffnung, dass ich als Abgeordneter mich dafür stark machen könnte, aber bin ja nicht gewählt worden. Ich tue es weiterhin als Publizist und versuche auch weiterhin, meinen Einfluss in der SPD geltend zu machen, aber der ist natürlich klein. Als weder Mandats- noch Amtsträger ist mein Einfluss gering. Deshalb muss ich eben das auf andere Art versuchen. Aber das werde ich tun natürlich. Aber das sind tatsächlich die NSA und die anderen, die Viererbande, sind die großen Themen, für die auch jetzt, das gehört auch zu diesem Entdemokratisierungsprozess. Und also Google baut eine Weltmacht auf und Apple baut eine auf und Amazon, wenn man dem nicht entgegentritt, dann wird Amazon irgendwann so weit sein, dass Amazon bestimmt, wie und womit 7 Milliarden Hirne auf dieser Welt gefüttert werden. Das ist nicht hinnehmbar. Und das Bewusstsein dafür ist überhaupt noch nicht vorhanden, stelle ich fest. Und es muss erstmal Bewusstsein dafür geweckt werden. Also die anderen Parteien haben ja so ziemlich alles geköpft, was oben drüber steht, bei den Grünen, bei der FDP und bei so weiter. Bei der SPD nicht, kommt erst noch. Gibt es dann irgendwie Nachwuchs, die dann sagen,
Leute, uns ist aufgefallen, wir haben 500.000 Mitglieder und wir wollen nicht ausgespäht werden, lasst uns auf die Straße gehen. Oder uns ist aufgefallen, wir haben 500.000 Mitglieder, wir lösen jetzt europäische Probleme. Gibt es einen Nachwuchs, der, ich sag mal, entschuldigen, die Eier hat, so zu agieren wieder, so eine Politik zu machen? Ja, also ich habe keinen Überblick über die Gesamtpartei, ich habe jetzt nur die Partei in meinem Wahlkreis näher kennengelernt und da gibt es tatsächlich einige Jusos, die diese Eier haben. Ob die ausreichen werden, weiß ich nicht. Aber weil wir in der Heimat sind. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Als ich mal jung war, habe ich mich auch engagiert politisch. Kohl musste weg. Also die Mission war erledigt. Und die ganzen jungen Leute, die mit mir engagiert waren damals, die hatten nicht lange Lust, bei diesen Parteien zu bleiben. Also ich weiß von einigen jetzt, was sie machen. Manche sind so bei NGOs, so Ärzte ohne Grenzen, machen alle spannende Sachen. Mhm. Und die Typen, die wir damals nicht mal auf Partys eingeladen haben, also so die schlimmsten Spießerlangweiler, die sehe ich jetzt auf Wahlplakaten, die sind übrig geblieben. Ja. Das ist Mist, Herr Nürnberger. Das ist Mist, ja. Wären Sie mal dabei geblieben, dann wären Sie jetzt auf den Plakaten vielleicht. Aber das, ich weiß schon, das liegt, ich habe ja selber zwei Kinder, 20, 23, die binden sich nicht gerne langfristig. Und wenn die merken, dass sie auf Widerstand stoßen, dass sie auf verkrustete Strukturen stoßen, dann gehen sie lieber woanders hin, als dass sie versuchen, die aufzubrechen. Da muss ich jetzt sagen, da habt ihr nicht genügend Eier, um diese Strukturen aufzubrechen. Dafür werbe ich auch, dass ihr wieder zurückkommt in diese verkrusteten Parteien und da mal die gründlich aufmischt und für neuen Wirbel sorgt. Ich war neulich auf einer Demonstration für den Snowden. Ich war der Älteste, waren lauter junge Kerle. Und ich habe die gefragt, wo kommt er denn so her? Wer hat das organisiert? Und das waren dann die grüne Jugend, das war die linke Jugend, das waren die Jusos. Da habe ich gesagt, ja, wieso macht ihr nicht gemeinsame Sache, indem ihr wieder in die Parteien zurückkehrt und euch da engagiert? Dann haben sie mich entsetzt angeguckt und dieser alte Haufen da, diese grauen Häupter von der SPD. Ich glaube, die sind es nicht mal. Also ich habe das Gefühl, je mehr Basisdemokratie bei einer Partei steht, umso mehr Entscheidungen in Hinterzimmern gibt es. Es gibt krasse Ochsentouren. Sie sehen jetzt gerade bei der SPD in der Führungsspitze. Sie kennen den Seeheimer Kreis. Also das ist ja, Sie wissen doch, was das für eine Mischproke ist. Ich wundere mich überhaupt, dass Sie da mitmachen. Ich mache halt nicht beim Seeheimer Kreis mit. Nee, ich bin seit 42 Jahren in dieser Partei. Es war nie ein Liebesverhältnis. Es war eher immer konfliktträchtig. Aber ich war und bin der Meinung, dass man solche langfristigen Bindungen eingehen muss, wenn man nur in der Politik eben, das ist das Bohren dicker Bretter, wenn man nur langfristig etwas bewegen kann. Dann könnte man sagen, wenn ich jetzt auf die 42 Jahre zurückblicke, habe ich gerade nichts bewegt. Ich habe nichts von dem durchgesetzt in der Partei, was ich gern gehabt hätte. Das ist richtig. Aber wenn ich woanders hingegangen wäre, dem Projekt und dem Projekt mitgemixt hätte, zweifle ich, ob ich da was erreicht hätte. Jetzt habe ich immerhin mal eine Bundestagskandidatur erreicht, wurde nichts, vielleicht in 2 Jahren, wenn Neuwahlen sind, wollen wir mal sehen. Jedenfalls ist dadurch mein Einfluss in der Partei ein bisschen gewachsen. Ich hätte es halt schon früher machen müssen, aber das ging nicht, weil ich 2 Kinder großzuziehen hatte. Auf der anderen Seite, mit 62 ist heute kein Alter mehr. Also das ist ja auch so ein Novum, so ein welthistorisches, dass wir mittlerweile 4 Lebensalter haben. Früher gab es nur 3, die Kindheit und dann das Arbeitsleben und dann das Alter. Und heute hat sich zwischen dem Ende des Arbeitslebens und dem wirklichen Alter ein neuer Lebensabschnitt von guten 20 Jahren geschoben, die man nochmal nutzen kann, man nochmal durchstarten kann, und zum Beispiel auch in der Politik. Das versuche ich meinen 60-Plusern immer klar zu machen. Das sage ich immer, nix Mallorca, hier geblieben, ihr habt hier noch was zu erledigen. Und deshalb denke ich, ich werde in den nächsten 20 Jahren in der SPD vielleicht doch noch was erreichen, wenn ich so weitermache. Haben Sie vielleicht so ein Geheimrezept, wie man in so einem Fall wie bei der NSA eine spontane Revolution hinbekommt? Nee, es wird ja alles abgehört. Sie können es ja nicht mehr verabreden. Das ist ja das. Das ist das Schlimme, ja. Also wir müssen in Europa über neue Internetstrukturen nachdenken. Wir brauchen zum Beispiel einen Ersatz für Google. Entweder muss in Europa verboten werden, dass Google seinen Leuten hinterher spioniert, dann ist deren Geschäftsmodell kaputt.
Oder aber wir schaffen in Europa so ein öffentlich-rechtliches Google, für das man dann auch Gebühren kassieren muss, und sperrt das private Google aus. Oder wir kapitulieren davor. Also ich, zwischen diesen Alternativen sehe ich eigentlich nichts Drittes. Und wir müssten auch Apple stärker mit Restriktionen begegnen, EU-weit, um zu sagen, solange ihr eure Mitarbeiter bei Foxconn so ausbeutet, verkauft ihr hier nichts mehr. Oder wir legen Zölle von 50% drauf. Facebook könnte man auch öffentlich-rechtlich organisieren. Oder eben, man verbietet diese Datenschnüffelei. Dann wird es aber kein Facebook mehr geben und kein Google. Wenn Sie spontan auch noch eine Antwort geben müssten, wie wir vielleicht in Europa einen Weg finden, dass das Thema Europa, die europäische Kultur und die Währung, den Euro, getrennt zu diskutieren, wären Sie da dafür? Ja, wäre ich sehr dafür, ja. Wir erleben ja gerade das Scheitern des Versuchs, Europa von oben herab um eine Bank herum aufzubauen. Und ich glaube nicht, dass das noch gelingen wird, dieses Scheitern zu verhindern. Ich denke, dass über kurz oder lang wird diese Eurozone auseinanderbrechen. Und dann existiert aber Europa als Kulturraum trotzdem weiter. Und dieser Kulturraum hat dann große Chancen, es nochmal von vorn zu versuchen, durch ein Europa von unten aufzubauen. Das ist mir übrigens aufgegangen, als ich sozusagen Häuserwahlkampf gemacht habe, also dieses an den Türen klingeln. Das hat mich große Überwindung gekostet, wie ein Zeuge Jehova da zu klingeln und zu sagen, ich bin ja Kandidat, bitte wählen Sie mich. Aber da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute eigentlich positiv darauf reagiert haben. Wir waren allerdings nicht in Villenvierteln, sondern wir waren im sozialen Wohnungsbau mit einer interessanten Mieterstruktur, alleinstehende Alte und viele junge türkische Familien. Aber beide haben sich über den Besuch gefreut. Und da wurde mir auch klar, Mensch, da leben Türken und Deutsche Wand an Wand und haben keinen Kontakt zueinander. Und da würde aber auch Europa anfangen, dass man da sagt, wir gehören zusammen, wir sind das neue Europa. Und dann jede Kleinstadt, jede Großstadt ist ein kleines Europa. Und wenn man da die Leute zusammenbringen würde, dann könnte das von unten emporwachsen. Und auch das will ich in den nächsten Jahren auch versuchen, mich dafür einzusetzen, dass das kommt. Und da muss man mit Hausbesuchen anfangen. Das wird ein richtiger Häuserkampf. Da muss Haus für Haus, Straße für Straße, Viertel für Viertel, muss zurückerobert werden für den öffentlichen Raum und müssen die Köpfe und Herzen neu gewonnen werden für dieses neue Europa. Das hört sich fantastisch an. Gleichzeitig gibt es eine rasante Entwicklung bei den rechten Parteien europaweit. Ja. Woran liegt das? Ja, das ist, die Menschen erleben die Ohnmacht der Politik mehr unbewusst als bewusst. Sie sind unzufrieden, sie erleben, dass eben ein kleines Stück von Reichen wird immer reicher und unten werden sie ärmer und in der Mitte, die strampeln sich ab, um den Lebensstandard zu halten. Und das schon seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich. Und die etablierten Parteien, die ändern nichts daran, also probiert man es mit neuen. Dann kommen diese dummen Medien hinzu, die dann sagen, die faulen Griechen sind schuld. Und das glaubt dann ein Großteil der Wähler und sagt dann, nee, ich will nicht mehr für die Griechen zahlen. Und dann wählt er eben so eine AfD, die dann sagt, dafür geben wir nichts. Das ist immer der Fall, wenn also Politiker sehen Sie die AfD als rechte Partei? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Also sie schillert noch. Aber ich denke, sie wird sich langfristig doch als rechte Partei entpuppen. Vor allem, sie hat auch die Wähler angezogen. Genau genommen hat sie von allen Parteien Wähler abgezogen. Aber ich will auf was anderes hinaus. Ich gebe Ihnen mal zwei Sätze und vielleicht finden Sie da einen Zusammenhang. Europa braucht den Euro nicht, Deutschland braucht die AfD nicht. Inwiefern hängt das zusammen? Also Europa braucht schon eine einheitliche Währung. Aber sie braucht sie nicht zu diesem Preis, den wir jetzt gerade bezahlen. Europa braucht zuerst mal eine europäische Regierung, die von allen gewählt wird. Also eigentlich hätten die Griechen mitwählen müssen, als wir hier in Deutschland wählten. Und wenn in Griechenland Wahl ist, sollten die Deutschen in Griechenland mitwählen dürfen. Weil wir mittlerweile ein Gebilde sind, das zusammenhängt. Und was in Griechenland entschieden wird, das wirkt sich auf uns aus und umgekehrt. Und darum sollten wir wirklich
Glauben Sie an ein demokratisch gewähltes europäisches Parlament, europäische Kommission? Das ist keine Sache des Glaubens, sondern des Machens. Momentan haben wir das nicht. Aber das werden wir machen müssen. Denke ich schon, ja. Ich glaube, es wird kein Weg dran vorbei an dieser Idee von den Vereinigten Staaten von Europa. Wie soll das anders funktionieren? Wir müssen uns ja auch behaupten gegen Konkurrenz aus Asien, gegen die USA. Und wir müssen in diesem multipolaren Konzert der Großmächte mit einer einheitlichen Stimme auftreten und uns da auch widersetzen von dem, was da kommt. Wir haben es ja mit chinesischen Diktatoren zu tun und wir haben es mit einer US-Demokratie zu tun, die keine Demokratie mehr ist, im Grunde noch nie eine gewesen ist. Dann haben wir es mit den orientalischen Despoten zu tun. Es wäre schon schön, wenn Europa dann in dieser Welt so ein Hort der Freiheit und der Demokratie würde. Ein schöner Traum, den meine Kinder träumen, ist übrigens, dass sie es noch erleben werden, dass sie irgendwann mal mit dem Auto ums ganze Mittelmeer herumfahren können und dadurch eine Zone des Wohlstands und des Friedens fahren, in der die Menschen einander freundlich zugewandt miteinander leben und arbeiten. Das wäre eigentlich die Vision für Europa, die dann Aufsicht auf Nordafrika erstreckt, ums Mittelmeer herum, wo Juden und Christen und Muslime und Atheisten und Agnostiker einfach friedlich miteinander leben. Das war ein sehr schönes Schlusswort, Herr Nürnberger. Ich nenne aber zum Schluss drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Mhm. Haltung. Haltung ist etwas, was erzogen werden muss und das findet leider nicht mehr statt. Es muss in den Familien beginnen und muss in Schulen fortgesetzt werden. Und Haltung heißt, ich entwickle Widerständigkeit in mir. Ich widerspreche meinen Eltern. Ich verlange von meinen Eltern, dass sie sich entschuldigen, wenn sie einen Fehler gemacht haben und die Eltern tun das auch. Und dasselbe verlange ich von Lehrern in der Schule und ich verlange Mitbestimmungsrechte in der Schule und eine demokratische Haltung der Lehrer und der Schule. Und dann kann sich sowas wie eine Kollektivhaltung entwickeln. Und davon hängt die Zukunft eines ganzen Volkes entscheidend ab. Also wir haben diese Katastrophe des Nationalsozialismus hinter uns und da ist gefragt worden, wie war das möglich, wie kam es dazu? Und eine gut fundierte, wissenschaftlich gut erforschte Antwort lautet, es war der autoritäre Charakter, der das möglich gemacht hat. Und dieser autoritäre Charakter, der ist nicht über Nacht entstanden, sondern im Verlauf eines Jahrhunderts. Die Kinder haben mit der Muttermilch Nationalismus eingesogen, Antisemitismus, Militarismus, Obrigkeit, Staatshörigkeit. Und das hat dann diesen... Aber auch ein Versagen des Systems und eine Ohnmacht vor der ohnmächtigen Politik. Ja, das kam hinzu. Das kam hinzu und deshalb ist das heute wieder so gefährlich, weil wir heute auch ein Versagen des Systems haben und das füttert reaktionäre und radikale Kräfte. Ja. Sie haben Mitbestimmung gesagt, mein zweiter Begriff, Selbstbestimmung. Das gehört zur Haltung unmittelbar dazu. Auch da kommt es darauf an, dass man schon in der Familie den Kindern beibringt, Herr über sich selbst zu werden. Das ist im Grunde der Sinn von Erziehung, Herr über sich selbst zu werden. Und das bedeutet, dass sich ein Kind zunehmende Freiheiten lassen muss und auch vertrauen muss, dass es mit diesen Freiheiten verantwortungsbewusst umgeht. Das ist ein komplizierter und langwieriger Erziehungsprozess. Aber das muss geleistet werden. Das können viele Familien nicht mehr leisten. Da braucht es Elternschulen, da braucht es den Staat und da braucht es das Zusammenwirken von Lehrern und Vereinen und allen gesellschaftlichen Kräften. Dritter Begriff, Leidenschaft. Viele assoziieren mit dem Begriff Leidenschaft die Leidenschaft für Frauen, für die Erotik und diesen ganzen Scheiß. Das ist nicht mein Ding. Leidenschaft für eine Sache, langfristig an etwas arbeiten, dicke Bretter bohren, das ist eine Leidenschaft, für die ich mich begeistern kann. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Nürnberger. Ich danke Ihnen. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Wir bleiben beim Thema. Mein nächster Gast
Autor, Publizist auch, durfte in die USA nicht einreisen, weil er irgendwie hat er NSA-Petitionen unterschrieben, sitzt im Moment in Brasilien fest. Also, falls er zwischenzeitlich nicht in Guantanamo ist, beim nächsten Mal, Ilja Treuenhof, bis zum nächsten Mal.